Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit einem neuen Aufnahmeprogramm und einem neuen Texture Pack. Denn ich habe auf 1.5 geupdatet und ich sehe gar nichts, weil der Kürbis keine Löcher hat. Und dafür sehen wir noch erstaunlich gut aus. Na gut, dann nehme ich das jetzt mal ab in der Hoffnung, dass wir jetzt keinem Ender irgendwie gegenüberstehen. Ne, weil ich mag keine Ender. Wir erinnern uns, wir waren in der Höhle. In der Hoffnung, dass wir irgendwie irgendwas finden. Ich bin da vorhin an Eisen vorbeigerannt, ich Dominus. Hier zum Beispiel. Oder auch schon vorher. Also das ist jetzt Eisen. Sieht für mich mehr aus wie Kupfer, aber ja. Was soll's. Weil 1.5, da ist das Honeyball Texture Pack ja noch nicht da. Und da bringt mir das leider gar nichts. Weil dann ist alles wie normal, also wie default. Ja, mit Tieren normal, aber ja. Hier tropft Wasser durch. Ne, hier muss eine Höhle sein irgendwie. Ja. Gut, das war eine logische Schlussfolgerung. Autsch, lass mich. Es ruckelt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber das macht jetzt eigentlich gar nichts. So, jetzt kommen wir hier hoch. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Ich sehe nichts. Das ist vielleicht ein Nachteil. Ich brauche unbedingt, ne, also ich hätte gerne Nachtsichttrank, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten mit. Ich habe keinen Plan, wo ich hier eigentlich lang schwimme. Wie gesagt, ich sehe nichts. Ich sehe rein gar nichts. Raus, lass mich raus. Aua, lass mich. Okay, also ich nehme an, wir können uns das hier aus dem Kopf schlagen. Also, ja. Ich nehme mal stark an, da ist nichts und ich will da auch nicht weiter irgendwas herausfinden. So. Also es ist wirklich verdammt dunkel. Ich habe die Sounds wieder ein bisschen leiser gestellt. Weil ich natürlich wieder so dämlich war und gedacht habe, ich bin laut. Also laut genug. Was ich ja dann leider gar nicht war. Hier Grafikeinstellung. Helligkeit hell, okay. Gut, ich nehme an, es geht nicht anders. Es muss dann wohl so sein. Leider. Ne, also soll heißen, ich sehe dann halt nichts, aber es macht ja nichts. Und ich wette, ich bin wieder an dem Eisen vorbeigerannt da vorne. Oder habe ich das abgebaut? Ich habe. Mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht das Beste. Muss man wissen. Hier vorne war es doch. Na eben. Aber will ich doch meinen. Also ich nehme mal an, dass es Eisen ist. Ich habe nicht geguckt. Kein Bock. Das ist Eisenerz. Na gut. Dann ist es Eisen. Hier haben wir ein bisschen Kohle. Und Fledermäuschen. Ja, das ist toll. Hier kommt irgendwo Wasser her. Wieso? Ja, ich dokumentiere mal wieder. So, ja. Ne? Als ob ihr das nicht selber sehen könntet. Ich muss ja irgendwas sagen, ne? So. Ich würde jetzt Minecraft-Musik sehr begrüßen, obwohl ich nicht weiß, es muss halt nicht, es sollte nicht sein, was mich erschreckt. Aber es wäre schon ganz nett, ne? So. Ich höre ein Schwein mal wieder. Ich habe ja oben mein Bett stehen gelassen, weil ich so schlau bin. Und so groß ist die Höhle gar nicht. Wir hätten ja gedacht, ich kann hier sesshaft werden. Ja, also wie das mit dem Sesshaft bei mir ist, ich werde selten sesshaft in Minecraft. Und wenn ich sesshaft werde, dann sieht es schon nach langer Zeit, ist es halt einfach langweilig. Nach kurzer Zeit langweilig. So, wo geht's denn hier jetzt weiter? Oder geht's da weiter überhaupt? Wundert... Oh, ich habe Monster ausgestellt. Also ganz ehrlich, ich würde es eigentlich gern dabei belassen, aber ich habe ja gesagt, ich stelle es auf normal. Und ich werde es bereuen, aber egal. Und hier ist das Schwert, ist fast kaputt, aber ich habe noch ein zweites, das ist gut. Okay. Ich erschließe jetzt die Höhle sozusagen. Und irgendwie fehlt es mir jetzt ein bisschen an Sounds, aber ich bin froh, wenn ich keinen Zombie stöhnen höre und kein Skelett klappern. Das freut mich eigentlich ein bisschen. Ne? Wie sieht es ja aus, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen, beziehungsweise wäre ein Creeper explodiert. Achso. Gut, da unten geht es noch irgendwie weiter. Ich würde dann gerne erstmal hier lang
Ja, okay, hier geht's auch noch weiter. Also das scheint mir eine recht große Höhle zu sein. Betonung auf Höhle und keine Schlucht. Aber das kommt auch noch. So, ich erwarte eigentlich jeden Augenblick, einem Creeper gegenüber zu stehen. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Da meldet sich die Musik zurück. Finde ich gut. Gut, das war's dann wohl. Hier ist ganz viel Kohle. Ich weiß, das könnte ich mitnehmen. Das werde ich auch mal machen, zur Abwechslung. Aber eigentlich braucht man gar nicht so viel Kohle. Die gibt's ja überall. Du brauchst dich in zwei... Pfui. Ich finde, Zombies sollten generell im Licht verbrennen. Also auch im Fackellicht. Aber es ist eigentlich so, dass sie dann gar nicht erst spawnen dürften. Oh, scheiße. Ich kriege hier gerade voll Angst. Also so ein bisschen. So ein bisschen halt. Das finde ich nicht so toll. Ehrlich. Ist nicht so schön. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich kriege gleich wieder einen Pfeil im Kopf. Das muss nicht sein. Ernsthaft, das muss nicht sein. Das kann natürlich auch eine Nachbarhöhle gewesen sein, von wo das kam. Aber ich habe dauernd das Gefühl, mich beobachtet irgendwas. Und das gefällt mir absolut gar nicht. Ne? Das ist... Ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Oh Gott, mit dem Holz sieht das schon richtig mager aus. Das finde ich gar nicht gut. Ne? Also, neues Schwert oder so, das fällt dann wahrscheinlich aus eher. Ich höre Lava. Von da kommt wahrscheinlich auch das Licht. Kohle? Ja. Na, man hat gemerkt, ich bin schreckhaft, ich sag nur Enderman. Boah, das ist so schlimm, wenn man zur Abwechslung wieder mit Monstern spielt. Also wenn da jetzt noch jemand dabei wäre, mit dem ich das spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich mit dem reden und dann würde ich mich auch gar nicht so doof... Bleib, wo du bist. Das hätte mir jemand sagen können, ne? Wenn ich etwas in Minecraft gar nicht leiden kann, dann ist das Lava. Boah. Ich hab mich gerade so erschreckt. Erschrocken. Keine Ahnung. Ich höre eine Spinne. Ah! Oh, das ist ein Standardgriff. Ich gehe gleich auf Escape. Ich habe definitiv eigentlich keine Lust, mit Monstern zu spielen, aber für euch. Ja, die sieht ja lecker aus, ne? Komm her, spielen. Oh, ich habe gewonnen. Ist ja wie in der Schule. Ich habe auch keine Nahrung. Doch, Nahrung habe ich. Ne, ich habe verrottetes Fleisch. Ja, das ist toll. Ein Steak habe ich hier. Okay, ich werde es wahrscheinlich bald essen müssen. Eigentlich darf man ja Tiere aus Monster ausstellen. Eigentlich ist es ja ein Let's Play, das kann ich eigentlich machen, wie ich möchte. Aber ich mache mir immer gern selber Vorschriften, an die ich mich nicht halten möchte. Deswegen lasse ich es einfach mal an. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt keine Lava auf den Kopf kriege. Ne, gewisse Leute wissen schon, dass ich Lava nicht leiden kann und was dann passiert, wenn ich welche auf den Kopf geschüttet kriege. So. Es wundert mich, dass ich noch auf keine Monster gestoßen bin, außer der Spinne vorhin. Ich habe keinen Eimer oder so, aber hier ist Lichtquelle sozusagen, starke Lichtquelle. Hier sollte ich sicher sein. Deswegen bin ich jetzt mal so naiv. Und baue keine Werkbank, weil ich kein Holz mehr habe. Hey! Der schnellste Weg ist natürlich immer direkt nach oben. Das mache ich immer. Aber mit der Steinspitzhacke, ich habe noch eine. Die Frage ist, wie weit bin ich unter der Erde? Und wie viele Wasser- und Lavaquellen gibt es über mir? Ich würde jetzt mal ganz kurz einen Abstecher nach oben machen, in der Hoffnung, dass da irgendwo Bäume sind und dann komme ich wieder. So, und jetzt nicht beschimpfen. Ja, ich weiß, ich bin kompliziert. Ich stelle mich immer so an.
egal bei was. Und wehe, ich komme jetzt in eine Höhle, wo mich gleich ein Skelett empfängt oder ähnliches. Na, dann raste ich aus. Ah, scheiße. Ich will nicht sterben, lass mich. Ah, Wasser auch noch, ne? Das ist ja toll. Hey, ich wusste es doch irgendwo. Ja. Oh, ich habe mich gerade voll von der Steinspitzhacke erschreckt, die ich hier im Bild habe. Die absolut nicht auffällig ist. So, wo bin ich? Ah ja, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Da oben ist ein Schwein. Na, weißt du? Ich baue jetzt hier mal so ein Stück hier hoch. Dass ich das wiederfinde. Und wieso? Ja, ich verbaue mich gerade permanent. Das ist nichts Neues. Ich bin einfach nur nervös. Wegen gar nichts eigentlich. So, hier ist erstmal ein Schwein. Schwein heißt Nahrung. Ne? Also, vergib mir. Sieht auch ganz niedlich aus. So, jetzt gibt's hier gepökeltes Schweinefleisch. Komm. Friss mein Schwert, da sind Mineralien drin. Stimmt sogar ein bisschen. Irgendwie. Eine Axt habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht. Weil ich so... Ich kann so furchtbar gut vorausdenken, ne? Dafür bräuchte ich einen Orden. Ernsthaft. Aber zumindest ist hier Holz. Holz ist gut. Und ich rutsche gerade die ganze Zeit ab. Ach nee, ich habe eine Axt. Boah, echt. Ich sollte echt aufpassen, dass ich hier gucke. Weil es jetzt neue Texturen sind und so. Ich habe die alle anders in Erinnerung. Obwohl, das sieht wirklich aus wie eine Axt, ne? Also, das ist nicht schwierig eigentlich, aber... Ja, ich sträube mich dagegen ein bisschen. Aber Default war mir dann auch zu langweilig. Und da ist mir das schon lieber irgendwie. Ne? Gehen wir noch ein bisschen Schweinchen jagen oder ein bisschen Holz kloppen? Fällt hier irgendwas schon irgendwas runtergefallen? Ich würde es gern mitnehmen. Um es später als Ballast abwerfen zu können. Hier ist ein Pilz. Pilze mag ich ja eigentlich nicht. Also im echten Leben mag ich sie nicht, aber in Minecraft liebe ich sie. Einfach nur, weil, weiß nicht. Weil sie so selten sind. Also, die weißen Pilze sind nicht selten, aber die roten sind selten manchmal. Also, ich weiß, ja. Also, meistens rot. Kommt ja aufs Texture Pack an, auch. Hat ja auch schon lila Pilze, das war auch, ja. Die hier sind ja jetzt nicht weiß, die sind braun. Das sind Steinpilze und ich hasse Steinpilze. So, für alle, die es wissen wollten und auch für alle, die es nicht wissen wollten. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich etwas angeschlagen bin. Stimme und Nase und überhaupt. Also ein bisschen erkältet. So. Okay. Ne, also nicht wundern. Klappt aber immer noch alles genauso gut wie vorher. Und wir haben noch keine Werkbank.